Wir sind auf dem richtigen Weg. Der Ausgang ist nicht weit. Ja, das, sehe ich. Ach Mensch. Hey, erkennst du diesen Raum wieder? Positiv. Hinter dieser Tür liegt die verfluchte Maschine, mit der sie mein Hirn waschen wollten. Aber da darf ich nicht mehr rein anscheinend. Ist das vielleicht wegen dem Stromding, weil ich das Strom ausgemacht habe? Also den Generator ausgemacht habe und deswegen man da nicht mehr durchkommt? Sie müssen sprengen, Miss Jade! Also, ja, okay. Oh. Okay. Hier entlang, Miss Jade. Miss Jade! Da unten liegt eine verlorene Perle! Ah, und ein Reaper. Dankeschön. Dieses Monster ist seit tausenden von Jahren ausgestorben. 1500. Danke für die Kohlen. Ja, und da ist das Vieh auch runtergefallen. Zwei Bosse an einem Ort. Das ist doch geil. Ah, ich hab hier aber sonst... Ich guck nochmal auf der Map. Wegen Tieren. Das ist ganz am Anfang. Da ging's rein. Wieder runter. Boah, da bin ich mir jetzt unsicher. Ist das noch worth, dahin zu gehen? Ich mach's mal nicht. Wir sind fast draußen. Ja? Ist Paige ein Mitglied des Iris-Netzwerks? Könnte sein. Frag mich nicht. Ich weiß nur, wie viel er mir bedeutet hat. Sieht aus, als hättest du wieder all deine grauen Zellen beisammen. Wieder voll da? So langsam. Aber mein Schädel bringt mich um. Die haben mein Hirn gut durchgeschüttelt. Ich würde ganz gerne nochmal wieder zurück, also ich bin noch nicht fertig. Ich wollte in dem im Zwischenraum nämlich nochmal eben nach links gehen. War das hier alles? Ja, genau, weil hier war dazwischen war der Aufzug. Und hier sind nämlich diese, sind diese Pylonen gewesen. Wollte mal gucken, ob man da irgendwas machen kann. Aber anscheinend nicht, gut. Dann gehen wir zurück. Ich hoffe echt, dass ich da nichts vergessen habe in dem ganzen Raum. Ah, guck mal hier. Den haben wir? Haben wir die? Ne, die habe ich nämlich noch nicht. Borax, Doktoras. Davon sehen wir in letzter Zeit immer mehr. 9.991. Gut, die 9 Cent, ne? Geschenkt. So, wollen wir wieder rüber und kämpfen hier. Bam, Junge. Zack. Und bumm. Der Mechanismus ist dort drüben. Ich sollte in der Lage sein, den Weg freizuräumen. Bam. Du bist nämlich der Bessere. Wir müssen hier irgendwo eine Sicherung finden. Ja, das sind Carbabs. Die will ich haben. Konto-Identifizierung. Okay. Okay. Ja, kaum habe ich über 10.000 Money gehabt. Bin ich wieder drunter. Und die Sicherung. Die zweite. Das ist der Ausgang, ja. Es funktioniert. Double A. Oh, Scheiße. Miss Jade, dieses Ding frisst mich von innen auf. Ich halte es nicht länger aus. Die Jungs von Iris. Oh, Scheiße, vielleicht stimmt. Können sie etwas tun, um mir zu helfen? Meine einzige Hoffnung, bringen sie mich zurück zu Iris. Ich bitte sie. Ich kann nicht atmen, Miss Jade. Ja. Schalte auf Notschaltkreis um, aber ich bringe sie nicht lange. Schnell. Ah, ich kann ja nicht sehen. Wo sind Sie, Miss Jane? Jetzt muss ich in einer gewissen Zeit da hinkommen. Kommt er? Ja, er kommt. Aber ich muss noch die Perle holen. Aber ich krieg das hin. Das schaffe ich auch noch mit der Perle. Oh, er ist direkt reingesprungen. Holy shit. So, erstmal geradeaus.
zu kommen. So, Perle ist da. So, jetzt haben wir hier die Perlen. Die haben wir vertickt, genau. Hier auch gegen Rufusbeute. Rennen haben wir, Krochox. Hier fehlt eine. Perlenkrochox bei Nuri. Wo ist diese Perle? Ah, das muss ich sonst nochmal googeln. Aber erstmal gucke ich rum, was ich vielleicht übersehen habe. Vielleicht finden wir die ja noch. So, und jetzt da hoch. Die Krochox sind schon wieder da. Die Zähne zusammen, jetzt wird's rau. Bam. Kackviecher hier machen eine Mine hin, du. Oh, was ist das? Durchhalten, wir sind aus der verbotenen Zone. Oh, guck mal her. Yo, Manta Cyanea. Lächelt auch schön. Okay, Bild gespeichert. Ja, dafür muss Zeit sein. Wenn du so ein Vieh siehst. Ist da noch irgendwas? Naja, scheint nicht. So, ab in die City. 4 Minuten 30. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man. Mir ging's schon besser. Ich kann spüren, wie dieses Ding stärker wird. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man länger als 4 Minuten 30 brauchen könnte, um in die Fußgängerzone zu gehen und dann natürlich ganz klar in die Akuda-Bar zu gehen. Wo sind Sie, Miss Jade? Ach, Digga, komm her. Kommt er? Ja, er kommt. Ja, die Demonstrationen gehen schon los, ne? Iris Peace. Shawnee plus Iris Peace. Gut. Ich geh einfach durch. Der tippt sich da eh hin mit, oder? Ja, ja. Gut, ab zum Iris-Netzwerk hier. Ich kann nicht sehen. Ja, ja. Wo sind Sie, Miss Jade? Oh. Kein Problem. Nino! Da sind wir! Schnell! Double H ist bei mir! Er braucht Hilfe! Ja, er ist noch in der Stadt unten, aber. Double H meldet sich zum Dienst. Die Alpha-Abteilung hat Besitz von den. Die Schuhe, die. Zu Diensten. May, wir müssen ihm unsere letzte Dosis Gegenstand geben. Hop, kannst du mich hören? Sag etwas! Sein Puls wird schwächer. Bereite die Injektion vor. May, schnell! Wir verlieren Freund ihn. Im Austausch gegen deine Seele, Shawnee. Okay, alles klar, Bruder. Halt durch, es ist fast vorbei. An die Doms erscheint. Hub ist gerettet. Dank dir, Jade. Ich hab nur... Er ist ein Kämpfer. Er kommt durch. In ein paar Wochen ist er wieder auf den Beinen. Freunde, ich glaube, Jade hat uns soeben eine erstaunliche Demonstration ihrer Courage gezeigt. Gute Arbeit, Kind. Gut. Nun sehen Sie mal hier. Dorthin werden nicht nur die Opfer gebracht. Dort befindet sich auch Ihr Onkel Jade. Die alten Schlachthäuser. Ihr nächster Bericht. Jade? Dein letzter Bericht aus der Fabrik hatte eine enorme Wirkung auf die Bevölkerung. Die Helianer haben uns spontan ihre Unterstützung gezeigt. Oh boy, was liegt denn da? Oh, Hallöchen. Das ist für dich. Es wird dir sicher nützlich sein. Oh ja. Da. Cool. Sehr cool. Sind schon viele Iris-Agenten von der Alpha-Abteilung gefangen worden. Wir sind so vorsichtig, wie es ihnen geht, aber sie sind überall. Wir haben seit Tagen nichts mehr von unserem Chef auf Hillys gehört. Der Chef der Hillys-Gruppe? Niemand von uns kennt seine wahre Identität. Wir können ihm nicht helfen. Wir wissen nicht einmal, wer er ist. Oha, okay. Hält die Alpha-Abteilung die Schlachthäuser besetzt? Davon können wir ausgehen. Dort scheinen alle Bewegungen zusammenzulaufen. Es wird sehr schwierig, dort hineinzugelangen. Okay. Hallo. Wird er es schaffen? Das Schlimmste hat er überstanden, dank dir. Er braucht jetzt nur viel Ruhe. Habt ihr meine Fotos aus der Fabrik bekommen? Natürlich. Sie wurden bereits kopiert und bearbeitet. Vorbildlich.
Du hast unglaubliche Arbeit geleistet, sei vorsichtig, Jade. Okay. Ich komme zurück, um nach Double H zu sehen. Sind die Schlachthäuser militärisches Sperrgebiet? Ja. Das ganze Gebiet ist eingekreist. Man kommt nicht mal in die Nähe. Wenn ich du wäre, würde ich mir die Hovercraft-Rennen ansehen. Ich weiß, dass eine der Rennstrecken nahe an der Mauer vorbeiführt, die Schlachthäuser umgibt. Aha. Wenn das stimmt, könntest du die Rennstrecke verlassen und von dort aus in die Schlachthäuser gelangen. Keine Chance, aufs Meer zu kommen, dank ihres antidomzistischen Schutzwalls. Ja. Du solltest mal sehen, was die Rhinos für dich tun können. Obwohl sie jetzt in der Illegalität arbeiten, verkaufen sie immer noch alte Sprungkits für Hovercrafts. Ich kann einfach drüber springen. Das ist cool. Brauche ich bestimmt ganz viele Perlen für, die ich vielleicht auch mittlerweile schon habe. Ich glaube, das kostet 25 oder waren es 15? Ja, da ich jede Perle mitnehme, müssen wir, glaube ich, genug haben. Also. BFAAFE. Einer für alle, alle für einen. Carlson und Peters, Seite 823. Sein Mund so. Januar 12, 1, 1S. Ist das Code? Vielleicht 12, 1S? Kann das sein? Wir sind doch hier noch nicht durchgekommen, ne? Ne. Aber da waren wir noch nicht drin. Kommen wir da rein? Haki cool. Maramau, Januar 12. Das sieht halt auch nicht aus im Code, ne? Das ist halt auch das Ding. Hey, Peepers. Wo? Mensch. Alle da, du kannst gehen. Okay. Wie zum Fick kommt man in diese Tür rein? Ich meine, ich bin schon mal reingekommen. One Cow Show. Das ist 12. Das ist 12 und das ist die 7. J9D4. Also ich meine, ich kann ja nochmal gucken, ob das die Tür war, ne? Da war ich drin, oder? Oh mein Gott, da war ich drin. Das ist die Tür. Ja, aber dann komme ich nicht da rein. Doch, warte mal. Bin ich jetzt deppert? War das der andere? War das hier? Ja, hier war das Safe. Genau. Ja, mit dem kann man nicht mehr reden. Der ist komplett Hacke. Immer noch. Was ist denn, wenn ich das hier probiere? 1, 2, 1 und S. Ne. Da sind Skins drin, Mensch. Das ist doch Dreck. Und vor allem ist da noch ein... Da ist ein Schlüssel drin zum Vulkan. Okay. Es kann auch einfach sein, dass das neuer Content ist. Mit der 20-jährigen Jubiläumsedition, die ich ja gerade spiele. Dass es halt neuer Content ist. Und der sich quasi im Endgame erst erschließt. Dass man dann was bekommt. Dann würde ich jetzt erstmal hier reingehen. Den haben wir jetzt ja. So. Hey, hey! Ich glaube, wir haben einen Weg hineingefunden, Miss Jade. Mal den ziehen. Achso, man kann jetzt zur Seite mit der Anzahl, Miss Jade. Carlson und Peters Kapitel 21. Nein, es bewegt sich keinen Millimeter mehr. Aber ich passe durch.
Kannst du mal aus dem Weg gehen? So. Und. Der Bezirk ist von der Alpha-Abteilung abgeriegelt. Vorsicht! Okay, ja. Wir treffen uns später wieder. Ich bin vorsichtig. Ah, das ist dieser Turm. Ja, das sieht interessant aus. So, gucken wir mal. Das sieht gut aus. Okay, da können wir schon mal. Oh, und jetzt. Hoppa. Da, 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 da. Oh, ganz safe, ganz easy. So. So ein paar kleine, ich weiß nicht, ob es Rätsel sind. So ein paar Minigames vielleicht, ne? Achso, da, okay. Oh, shit. Problem. Ganz schlechtes Timing, aber... Oh mein Gott. Ja. Gut. Geht aber. Und hopp. Ah, da unten sind Wachen. Ich glaube, da muss ich einfach generell runter. Und dann... Wie komme ich hier? Was mache ich hier? Ich komme nicht weg. Ach, da! Oh mein Gott. Okay. Gecheckt. Ja, hier haben wir halt auch diese Roboter. Wenn die da sind, dann kann ich hier, glaube ich, niemanden erledigen. Das wird sehr, sehr schwer. Oh. Ah, okay. Mhm. Da müssen wir wohl hin. Ja, ich glaube, die Dinger, die gehen aber auch erst dann los, wenn die Wachen... Ah, guck mal, die haben keinen Tank. Okay, das war Bullshit. Das war Bullshit. Das muss man doch sagen, oder? Das war einfach nur Bullshit. Oh Mann, ey. Der hat mich schneller gesehen als sonst was. Ja, da muss ich einfach sneaky sein, wenn der keinen Tank hat. Ah, fuck. Ah, Mist, ich hab den berührt, ich Depp. Oh mein Gott, ich hab den einfach angetouched. Es macht aber gar keinen Sinn, dass die Laser ausgehen, weil warum? Der ist doch, also die sind doch immun. Naja. Ich find's ja gut, ne? Ist das scheiße, Mann. Ist das eine Scheiße. Ja, es ist tricky. Es ist tricky. Aber dass ich einfach auch generell immer nur mit halbem Leben wiederbelebt werde, ne? Das ist auch nervig, anstatt vom Speicherpunkt, Digga. Ich war full life, als ich hier war. Unfair. Digga, ich muss aus dem Schleichen raus, damit ich da hochspringen kann. Es geht nicht anders. Wie soll ich da sonst hoch? Hä? Die haben halt auch keinen Tank. So, warum haben die keinen Tank? Das ist so scheiße. Ich finde das unfair.
Ich probiere jetzt mal mit C hochzugehen. Vielleicht war ich jetzt viel zu langsam und der andere hat mich schon längst gesehen. Ja, das kann sein. Das kann sein. Ich habe viel zu lange gebraucht. Das kann nicht sein, dass das hier jetzt gerade die schwierigste Stelle des ganzen Spiels ist. What the fuck? Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Eindringling! Eindringling! Bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Ja, säuber. Bewegt mich hier kein bisschen. So, jawohl. Boah, wir sind durch. Scheiße. Boah, ich. Oh mein Gott, jetzt nicht von einer Ratte sterben. Digga. Aha, cool. Oh, du ist auch nochmal hier, aber ganz schnell ins Jenseits. Oh mein Gott, ey. An einer scheiß Ratte fast noch gestorben. Oh boy. Ja, drei Perlen nehmen wir mit. Jo, die Perle 67, 68 und 69. Alter, wie viele Perlen. Krass. So, jetzt gucke ich nochmal schnell, ob ich hier... Ah, okay, es gibt keine Daten. Naja, gut. Und hier braucht man die Karte. Okay, ja, ich gut, man hat beide, ne? Also, ich verstehe. Es gibt nur den einen. Den kann ich wegmachen. Den kann ich tun. Und der hat einen Tank. Der Schwächling hat einen Tank. Dafür wird er leiden. Tja, du kannst deinen Roboter nämlich keine Warnung geben. Genau. So. Upp. So. So ein Ding ist das. Na gut. So, drei Perlen haben wir schon mal. Ah, die Stelle. Oh, das wird jetzt nochmal unangenehm. Okay, das ist jetzt unangenehm. Schnell hier rüber. Sieht man an den Leitern, wo die jetzt nächstes sind. Oh. Ganz vorsichtig. Hier richtig an die Ecke. Oh mein Gott. Ich bin so tot. Okay, ja gut. Da bist du einfach instant tot, wenn du dich da versteckst. Ach, scheiße, Mann. Ah, ich hab's ge... Ich war schon sehr hoch anscheinend. Ach, fuck, Mann. Ja, okay, ich bin zu schnell. I get it. Ich muss hier hinten hin. Und dann muss ich nicht wieder zurück, sondern ich muss hier hinten rum. So. Und dann bleibe ich an der hinteren Kiste. Das ist sicher. Das nächste. Da bleibe ich hier. Und er will unbedingt mitfahren. Naja. Jetzt habe ich fast vergessen, nochmal zu gucken, wo die am Rand steht. Oh Mann. Na ja, guck mal. Haben wir's. Ich darf nicht. Ich darf nicht schießen. Ich will den noch wegmachen, Mann. Oh, jetzt darf ich, ne? Schön. Aber nee, dann will ich ihn aber auch richtig machen. Kommst du nochmal? Kommst du? Nee, er geht nur im Kreis, wa? Ah, nee. Ah, er schafft nichts. Okay. Geht nicht. Na gut.
Bam. Double H, da sind Massen von Alphas im Untergrund von Hillies. Ja. Wir halten uns hier besser nicht lange auf. Oh, piep. Ein Automat. Oh! Mit Skins für hier, Double H. 1500 Einheiten? Kaufe ich. Gut gemacht, Jade. Diese Rüstung der Alpha-Abteilung hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Genau wie Agent Double H des Iris-Netzwerks. Also für mich sieht das einfach wie Kleidung aus. Also ich sehe jetzt keine Rüstung. Die kann man auch schlecht zusammenlegen, glaube ich. Ist da noch was? Nee. T-Hammer. 1000 Wort. Ja, nehmen wir mit. Schnapper. Gut gemacht, Jade. Dieses bronzene Prachtstück. Ein Axthammer in 1A-Qualität. Ist nicht gerade Standardausrüstung auf Hillies. Aber ausnahmsweise scheint das Double H mal nicht zu stören. Cool. Der ist immer noch hinten am Rundrennen. Und am Ersticken. Sarong, Carson Peters. Ah, der hat seine Bibel quasi dabei. Oh, so mein Gott. Ah, da sind die. Okay. Dunkle Rüstung. Oh mein Gott. Boah, sieht aber geil aus. Ja, und der Hammer. Brillantische Militärhammer. Der ändert sich gerade gar nicht, aber ingame wahrscheinlich. Ja, ist cool, ne? So eine richtig kaputte Rüstung für ihn. Das ist cool. Was ist da? Mal schauen. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe? Na, wieder keine Karte. Gut, haben wir. 3 Perlen mehr. Warte mal. Sind wir da reingekommen? Wir sind doch da oben reingegangen. Ah, jetzt ist der zu. Ha, okay. Ja gut, dann sind wir einfach durch eine andere Seite raus. Was gibt's denn hier? Hi. Nee. Ja. Hallo? Achso. Kontoidentifizierung. Okay. Ich kann Hallo oder Hi sagen. Ein Rätsel? Ah, nee, okay. Der hat keine weiteren Sachen für mich. So, was ist denn hier mit, Nuri, genau. Jetzt hat wieder eine neue Perle, ui. Ich muss erst meine Karte in den Transponder legen, oder? Hi, na. Kontoidentifizierung. Wie viel kostet die? Ja, 3000 nehmen wir mit. Nummer 46. GB1, nehmen wir auch mit. Ja, und Kabas brauchen wir nicht. Das ist jetzt eher unnötig. Oh, ich habe ein Tier gefunden. ja, mehr Jawline. Ach, als ob. Perfekt getarnt. Er ist einfach auch als einer von denen. Ja, da können wir auch rein. Schön alles mitnehmen, was wir jetzt neu können. Schuppen. Boah, ich hab eh gedrückt. So. Eine Perle. Das ist ein Stern oben. Das ist ein Code. Wie ist mit denen? Nein. Der andere, den haben wir schon mal probiert. Ist hier irgendwas als Hinweis? Anscheinend nicht. Haben wir nicht noch irgendwie was dabei? Das ist 03 Alpha-Abteilung-Ticket. Ja, das ist es. Das muss es sein. Wie kann ich nochmal. Da. Info. V9W8, das ist es 100%. V9 und W8. Besteht. Da haben wir nämlich. Nehmen. Tadam. Können wir da hier was hinlegen?
Ja. Oh, ist das dieselbe? Ja, es sind dieselben Viecher. Okay. Cool, dann braucht man nicht wieder zurück in die Nutri-Pillen-Fabrik, nur dafür, dass man diese Art fotografiert. Das ist cool. Finde ich gut, dass es noch so ein Fallback gibt. Das ist nämlich ganz schön nervig, nochmal wieder in die Nutri-Pillen zurück.